Natürlich habe ich eigentlich die Hoffnung, dass wir da hinten vielleicht. Da hinten ist auch noch irgendwas. Aber eigentlich muss es hier Wasser geben. Ja, eigentlich. Es kann aber auch sein, dass es verdirrt ist, aber warum sind dann die Bäume noch hier? Gut, wäre ein Logikfehler von den Entwicklern. Aber eigentlich ist ja auch irgendwie nur simulationmäßig hier dieses. So wie eine Schlange. Verkackten Schlangen, ey. Die hasse ich wirklich, ey. Ah. Skorpione. Hier hinten war doch irgendwo was. Sieht man jetzt nicht mehr. Doofen Viecher, selbst hier gibt's die, ey. Ist ja ätzend. Sollen bloß wegbleiben. Ich komme normal weiter. Was ist doof? Dann stelle ich mich jetzt aufs Dach und bekämpfe ich die gleich, wenn die ankommen. Ich brauche echt Wasser, ne? Oh, die brauchen schnell. Doch mal hier rein. Gut, es kann jetzt sein, dass natürlich dieses Viech dann aktiviert wird. Ich weiß ja nicht, was man machen muss, damit er aktiv wird. Vielleicht ist es auch ein Bossgegner oder sowas. Einer von denen, aber die tauchen eigentlich immer bei den Obelisken auf. Sag bitte, dass hier drinnen Wasser-Oase ist. Nicht so richtig, ne? Da. Irgendwas ist das aber, so ein Mechanismus oder sowas, ne? Ja, und da ist irgendwas unten drin. Guck mal, ist hier so ein Tor, da ist dieses Symbol drauf. Und irgendwas ist unten drin und anscheinend kann man das dann aufmachen. Okay, krass. Oh, ein Explorer Note. Yes. Also wir könnten es jetzt durchlesen, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Sehr gut. Es fehlt mir nur noch. Also ich will trotzdem mal hier hochgucken, ne? Wie das Vieh halt cool aussieht. Das sieht irgendwie aus, als ob es versteinert wurde, ne? Vielleicht wurde es das ja auch. Können wir gucken, hier unten sind ein paar Büsche. Ob ich da irgendwas finde, also hier ein paar Beeren futtern oder so. Na, wir kommen gerade. EP-Boost. Das war einfach dann halt entsprechend ein paar Beeren jetzt einfach nur zu uns nehmen. Dass wir ein bisschen weniger Durst haben und dann so schnell wie möglich wieder zurück und da ein Wasserloch suchen. Mist, ey. Kommt der Skorpion auf uns zu? Ich glaube, ne? Aber passt schon, das reicht. Gut, genau, alles hier wegfüttern. Das bringt ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen weg. Alle Beeren. Wenn es jetzt nur ein Pfitzig hinbringt, dann reicht mir das auch schon. So. Jetzt endlich hätten wir die Beeren auch unserem Tierchen geben können. Oh, sag nicht, hier ist ein Wasserloch. Hier ist auch noch ein bisschen was, ne? Auch noch ein Restsiedlungselement irgendwie so. Wir gucken einfach mal, was hier so ist. Aber schon mal schön, dass es hier eine Explorer Note gab. Ja gut, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn in diesem ganzen Komplex hier keine einzige Explorer Note gewesen ist. Aber dass sie jetzt hier ist, war eigentlich schon irgendwie abzusehen, da in der Mitte. Was ist das da hinten? Ist das einfach ein Skelett oder? Was soll das sein? Ich glaube, ne?
Ja, zumindest macht es den Eindruck, oh, jede Menge Schlangen. Ich verstehe auch nicht, warum die Schlangen hier in der Wüste sind. So ein bisschen, hä? Also so, ne? Warum, warum? Wayne, hier finden die doch gar nichts. So. Kommen diese schrecklichen Viecher jetzt an? So langsam kann man mehr sehen. Ah, ich glaube, die Schlange kann hier aber hoch. Ja, ich glaube, die Schlange kann hier hoch. Ah, ja, jetzt entdeckt können wir endlich mehr sehen. Es geht die Sonne langsam unter. Und wir. Da hinten ist irgendwas. Ja, irgendwie. Was könnte eine Oase sein? Komm, wir haben noch ein bisschen Restpower. Fliegen wir mal hin. Ja, wenn wir schon so weit weg sind vom Land, dann können wir uns das nochmal angucken. Ist das Salz? Sieht alles nach Salz aus, ne? So ein böses Viech ist hier nicht. Ich guck mal, ob das wirklich Salz ist. Ja, Rohsalz. Na gut. So, noch irgendwo was? Was ist, ich hätte eigentlich mal ganz kurz gucken können, wo wir hier so sind. Warte mal. Ich lande mal ganz kurz. Das interessiert mich mal. Ah, jetzt sind wir ganz links unten. Das heißt, jetzt könnten wir hier am Rand lang fliegen. Dann hätten wir diesen Randbereich halt entdeckt. Also sehen wir mal, wie groß dieses Level eigentlich noch ist, wenn man diese Wüsten halt mit dazu zählt. Und dass da halt auch wirklich noch was zu finden ist. Sehr, sehr, sehr geil, muss man wirklich sagen. So, ich bin froh, dass es jetzt Nacht wird. Es wäre echt schön, mal so ein. Ist das da hinten ein See? Nee, kann nicht sein. Das wäre echt seltsam. Ein bisschen spooky und seltsam auf jeden Fall. Ah, schon cool. Also ich mag nicht. Ich weiß, es mag jetzt für den einen oder anderen etwas langweilig sein, weil er sagt, so doof, jetzt fliegt er hier nur so rum. Ich finde das total spannend. Ich will auch wissen, was für eine Welt ich unterwegs bin. Zum Beispiel bei The Island, also der Standard-Map, und auch bei The Center, habe ich das eigentlich sehr gern gemacht. Mache ich auch immer noch gern. Es gibt auch immer noch Ecken, die ich nicht so wirklich entdeckt habe. Weil ich mich da nicht so rumgetrieben habe. Wobei, bei The Island wird schwierig, weil ich da wirklich extremst viel Zeit auf dieser Map verbracht habe. Aber bei Center gibt es immer noch Bereiche, wo ich nicht war oder nicht so häufig, wo ich nur mal kurz lang geflogen bin. Und ist auch persönlich, also neben der und der, also eigentlich sind alle drei meine Lieblingsmaps. Wenn jetzt einer fragen sollte, welche ist deine Lieblingsmap? Alle drei. Aber ich habe zu wenig Zeit, um auf allen dreien zu zocken und wie gesagt, alleine ist das immer so ein bisschen dröge. Schön. Da sind noch irgendwelche Ruinen. Das Problem ist, es wird gleich richtig, richtig schwarz. Pechschwarze Nacht. Ja, damals. Bam! Es ist dunkel. So gut, ey. Echt, jetzt ohne Witz, Mann. Zwei Explorer-Notes schon wieder gefunden. Sehr, sehr geil. Wir fliegen jetzt ein bisschen weiter durch die Wüste. Wir haben aktuell ja nicht so den Bedarf daran, irgendwas großartig. Ja, das hinten sieht aus wie ein See, aber es ist definitiv keiner. Das sieht dann durch dieses Flimmern der Hitze, sieht das dann immer aus wie so ein See. Wäre natürlich schön, wenn es einer wäre, aber mitten in der Wüste ein See. Na, ich glaube, wir wissen alle, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also ich gebe jetzt einfach mal Vollgas, weil wir haben genügend Ausdauer und alles. Und es scheint an sich nichts großartig zu sein. Na gut, hier ist irgendwas. Also landen wir mal ganz kurz. Interessant. Einfach mitten im Nirgendwo. Das ist das Problem. Es gibt ja einmal die Explorer Note, die halt diese Schale, was wir da in dem Dungeon entdeckt haben, mit so einem Anubiskopf drauf. Und dann gibt es die Explorer Note, die wir jetzt eben hatten, zweimal.
Die hat aussieht wie so eine Kiste. Die Kiste entdeckt man relativ leicht. Das andere übersieht man sehr gerne, finde ich. Aber sowohl das eine noch das andere entdecke ich hier nicht. Wobei es sehr, sehr viele gibt, ne? Das muss man ja auch sagen. Oder? War da was? Nee. So, wir frieren jetzt schon. Super. Wunder, welche Naft da hinten geht es richtig ab. So, ich würde mal sagen, wir fliegen also wieder zurück so langsam. Auch wenn wir momentan so gut wie nichts brauchen an ja, Getränken, frieren wir doch. Das ist so Ironie pur, ne? In einem Moment erfrierst du und kämpfst, kommst halt um vor Durst und Hitze. Und im nächsten Moment versuchst du einfach nur zwanghaft. Ist das Metall? Das ist Metall. Nee, ist auch Salz. Achso, sah erst von oben, so von senkrecht von oben. Sah es aus wie Metall, aber ist alles Salz hier. Ist ja krass. Salzwüste. Gut, warum nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Genau, ja. Warum eigentlich nicht? Geben wir ein bisschen Gas. Dass der schöne Luftwind oder Flugwind dann entsprechend auch, oder Fahrradwind, würde man ja sagen. Dass wir schön Zug abbekommen, ne? So, ich muss hier mal ganz kurz landen. Schneller. So, geht doch. Genau. Aber ich gebe weiterhin Gas, also ich werde jetzt nicht bremsen. Das war dieser Riesensandwurm. Wow. Haben wir gerade ein Schwein gehabt. Der kann ja richtig weit nach oben. Schade, dass nicht Tag war. Ei. Was für ein Riesenviech da hinten. Da haben wir gerade so ein Glück gehabt. Das war so knapp gewesen. Krass. Dass man die, das wäre sogar, wenn es wie bei Dune wäre, dass man die halt auch benutzen kann. Ja. Sehr, sehr episch wäre das. Gut, jetzt haben wir ein Problem. Ich muss wieder landen. Schnell hoch, genau, und jetzt normal weiterfliegen. Jetzt habe ich natürlich echte Paras, ne? Denn das ist jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendein so einer von diesen Sandwürmern ankommt und dann so uns wegnascht. Ja, aber das sind Gebäude. Ja, vielleicht haben wir Glück und das ist die nächste Explorer-Note. Ich sammle die natürlich gerne. Wobei ich glaube, das kann Ewigkeiten dauern, bis du da wirklich jeden Quadratmillimeter der Karte abgegrenzt. Na gut, rein theoretisch müsstest du nur überlegen, okay, ich fliege jetzt von oben nach unten, wenn man seine Position hat, und fliege dann halt immer gerade nach oben, dann wieder ein Stück so, dann fliege ich wieder gerade ein Stück nach unten und so. Und ja, dann kannst du halt schon wirklich Millimeter genau abgrasen, aber man weiß es ja selbst, dann kommt man manchmal durchs Landen, muss man ein bisschen links, rechts und dann kommst du ein bisschen vom Weg ab, beziehungsweise entdeckst du dann doch irgendwas und dann, ah, ich glaube, das ist schon sehr schwierig ist, hier wirklich alle zu finden, ohne irgendeinen Guide oder sowas. Und das muss ich auch wirklich sagen, bisher alles, was wir hier gefunden haben, ist wirklich rein durch Erkunden. Weil ich finde das nicht in Ordnung, dann halt mit so einem Guide dann zu sagen, oh, ich will jetzt alle haben. Ja, dann mach dich auf den Weg und fang an zu suchen. Ganz einfache Sache. Genau, kack hier mal hin. Das gefällt dem Sandwurm garantiert nicht. Das ist jetzt doof. Oh, es hat ein Level-Up. Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob hier eine Explorer-Note ist oder nicht.